Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Mein Name ist Floma und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das letzte Mal bin ich ja so ein bisschen stecken geblieben und wir sind ja auf der Suche nach so einem Behältnis für die Batteriesäure, die da unendlich aus der Batterie heraus fließt. Und hat er ja gesagt, dass ich nochmal nach der Aufnahme ein bisschen rumgucke. Und dabei ist mir aufgefallen, hier diesen roten Vorhang, den kann man auf jeden Fall wegnehmen oder anfassen. Mal gucken, ob wir mitnehmen können. Ja, super. Ich weiß zwar noch nicht, wofür der gut sein soll. Aber auf jeden Fall haben wir ihn schon mal eingesteckt. Und vielleicht, das wollte ich auch nochmal probieren, kann man die Espresso-Tasse mitnehmen. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf Achso, noch. Mist, das haben wir ja auch noch probiert, ja. Okay, dann kann man sie nicht mitnehmen. Kann man... Vielleicht was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Vielleicht können wir nochmal... Wegen des Wassers. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind energiereich. Frag ihn doch mal. Puh, das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Ein Stress ist das. Aber Batteriesäure, die haben wir ja in dem Sinne schon. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die... etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Was ist denn daran gruselig? Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Ich schaff das schon. Okay. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Vielleicht nochmal Pulverhinweise? Wegen des Pulvers. Schieß los. Toller Spruch. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver? Ich sagte kein Schwarzpulver. Nein, nein. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Nein. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Genau. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Nein, musst du nicht. Da passiert schon nichts Schlimmes. Besonders aufputschend. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dabei fällt mir ein, Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Das ist schlimm. Okay, die heiße Bohne haben wir schon. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne. Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Ja, genau. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Okay. Ich gehe dann mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Fällt mir ein, kann man das mit dem Seziermesser den Blindgänger öffnen? Ja. Yeah. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Hätte ich auch mal eher drauf kommen können, ne? Jetzt ist das Seziermesser gleich kaputt. Schwarzes Pulver. Okay, schwarzes Pulver haben wir dann auf jeden Fall. Können wir hier noch ein bisschen rumbohren hier? Hallo? Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen und Toni wird... Naja. Hier? Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Passiert es trotzdem nichts. Die Werbung versucht mich mit sublimen Botschaften dazu zu bringen, diesen Gegenstand mit ihr zu benutzen. Muss widerstehen. Schade. Au! Jetzt habe ich mir in die... Blödes Teil. Au! Blödes... Oh, geht auch nicht. Au! Blödes...
Au, blödes... Okay. Lieber nicht. Ich wollte früher immer Matador werden. Ein lässiger Weltraum-Matador. Mhm. Eine geheime Mission. Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Also mit dem Stier benutzen. Okay. Mit den jetzt mal wegen Batterien noch vielleicht nochmal fragen. Ah. Oh. Den Namen kann er sich merken, ja. Okay, hast du Ahnung? Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Ja. Ja, und wie das war's? Wie genau Der sprengt, dann läutet er die... Ich gebe das Signal, dann wird gesprengt. Richtig, danke. Ja, okay. Bis bald. Tschüss. Ach, den Namen kannst du dir merken. Sieht so aus. Super. Gut, okay, das war also nochmal der Hinweis zur Batteriesäure. Aber die haben wir ja quasi schon, die müssen wir nur irgendwie abfüllen. Ich frag mich Seit nur, wie. Das Altersheim ab... Vielleicht funktioniert... Kann man das hier aufbohren und dann... Da, die da besteht keine Fluchtgefahr. Ja, nee, das war mir schon klar, aber... Feuerlöscher, Arztschrank, wie macht man denn den Arztschrank am besten auf? Da ist drin, das weiß ich. Mist, abgeschlossen, immer dieses Misstrauen. Nachgas haben wir abgefüllt. Das haben wir auch schon benutzt. Ah, warte mal. Mal hoch. Können wir das hier irgendwie hier so ranmachen oder so? Da besteht kein... Naja, oder hinlegen. Dass das nicht richtig zugeht. Ja, das ist nicht so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Naja. Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen. Schade. Das lässt sich nicht... Irgendwie... Muss ich da rein. Also mit den Dietrich kann ich dann bestimmt hier dieses Fach aufmachen. Da ist nichts mehr zu holen. Das würde ich ja auch wirklich gerne haben, diese blöden Handschellen. Ich spare mir meine Also müssen wir uns verhaften lassen. Gehe ich mal stark von aus. Okay. Da ist alles raus. Und da müssen wir auch irgendwie mal rankommen. Naja, das ist eindeutig da. Das sind bestimmt diese Wachmacherpillen oder so. Naja, gehen wir mal runter. Hui. Taschen. Wir sind... Roter Vorhang. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Na, das ist ja blöd. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut was? Abnimmt. Ui. So schon mal nicht. Kann man den anbohren? Und heute, liebe... Okay. Dartpfeil. Toro! Hey! Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Okay. Schade. Einschläfern? Toro! Hey! Also, das ist nicht... zu Toni schon mal das in die Mühle reinmachen. Das gehört auf Eine jeden Fall Prise rein. Eine Prise Schwarzpulver. Super. Jetzt fehlt noch Rezept angucken. Dieses Putschmittel, diese blöde Batteriesäure. Klares Wasser, weiß ich auch noch nicht. Energiereiches Wasser, das ist die Batteriesäure. Man muss sich ja Blei und so zuschicken lassen. Wie kann man... Stange.
Kann man da vielleicht den Vogel irgendwie schnappen und den da drauf sitzen, dann ist er wieder glücklich, ne? Kann ich mir vorstellen. Fehlt nur noch eine Zutat. Ja. Nur noch eine. Gewichte. Was man halt so braucht. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Mhm. Das sind Geschenkgut. Man gibt sie aber. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Schade. Tolle Geschenkgutscheine. Versteht ja keiner. Warum? Hallo? Ich brauche dringend einen Sommer. Ich hab ganz schön was durchgemacht. Ja, wenn du dich nicht ständig verletzen würdest, hätte ich überhaupt keine Freude mehr im Leben. Für den Fall, dass es wieder passiert, weißt du ja, wo unsere Hausapotheke ist. Ja, das weiß ich. Ich muss weg. Gut. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du... Ja, ich bin immer noch da, ne? Wer hätte es gedacht? Irgendwas Wichtiges übersehe ich. Achso, ich wollte ja noch was ausprobieren, fällt mir ein. Und zwar wollte ich hier dieses Rohr anbohren. Kann man das? Entschuldigung. Und dann gucken wir mal, was da passiert, wenn das Rohr da angebohrt ist. Ups. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Ich bin gespannt. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. Ist nicht lustig. So ein Pech. Ja. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Oh. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Kostet ihn aus. Lass ihn uns zusammen genießen. Ja. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Ach, Rufus. Nehmen wir uns die Wünschelrute. Und, haben wir was? Natürlich haben wir nichts, um klares Wasser abzufüllen. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Okay. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Und? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Außer wenn wir das klare Wasser brauchen. Hey, Jemi. Mal zumachen. Passiert auch nichts. Okay, ich würde sagen, Aufgabe erfüllt. Wir haben unsere Wünschelrute wieder. Aber was machen wir mit... Achso, nach Wasser suchen. Ja, aber wo? Tonis Hütte. Nochmal hier Notrufsäule. Hallo? Mich da eine Überschwemmung melden? Hallo? Ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo? Hallo? Gibt's ja nicht. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Das ist ja eine Frechheit. Ich probier's später nochmal. Ja. Wünschelrute. Wo können wir die Wünschelrute ausprobieren? Okay. Vorhang. Rezeptur. Magneten. Irgendwas muss man ja mit dem Magneten auch machen können. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Diese schwarzen Bretter sind so praktisch. Ach so. Diese schwarzen Bretter.
welche schwarzen Bretter, wollte ich gerade sagen, aber können wir... Ich bin so bekloppt. Gibt's doch gar nicht. Der hat doch extra gesagt, die suchen Magneten, ne? So. Neues Rätsel. Okay, okay, das ist also unter all dem. Wir müssen ja da Wasser. Komm, wir springen hier. Wir springen bei Toni und wir springen da. Im Rathaus. Und Bimmel. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Oh, oh, oh. Da ging auf jeden Fall der Alarm los. Komm, wir gucken uns das nochmal an. Also ich habe den Alarm da, hier und hier ausgelöst. Wofür war der überhaupt gut? Guck mal, das in die Luft sprengen? Warte mal. So. Und bing. Oha. Ach. Und stürzt ein. Nee, aber da geht auf jeden Fall ein Alarm los. Was haben wir damit gelöst? Foto am Rathaus. Oh. Ach, wie schade. Wie ich sehe, geht es voran. Mhm. Ja, die anderen beiden mussten nach ihren Häusern gucken. Ah. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Okay, den müssen wir also auch loswerden. Am besten... Das mit der Poststelle. Guck mal da, die da reinmachen. Sieht ein bisschen aus wie ein Zeiger. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Das da? Ich brauche kein Ziel. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Natürlich. Hätte ja sein können, dass man das da reinmachen kann. Nicht kleckern, sondern ich persönlich... Nicht kleckern, sondern protzen. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt fällt mir gerade auf, hier, dieser Ventilator und das da, das sind doch die Hüte von den Leuten. Wo ist denn... Der hat hier so ein komisches Dingens da drauf. Wo ist denn da sein Haus? Ist das das da? Dann gucken wir mal. Probieren es einfach mal aus. Sprengen. Das hier. Und los geht's. Oha. Ach. Und wenn das das Richtige war, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Sah jetzt nicht so aus, weil da kein Dings war zum keine Lampe irgendwie, die geleuchtet hat. Vielleicht war es auch das da. Wir probieren es mal hier. Nochmal. Und los. Oha. Auf geht's. Ja. Ach. Sprengen. Ja. Und schauen wir mal, ob es das war. Nee. Okay. Der war es nicht. Die beiden sind es auf jeden Fall. Wo kann man denn das sehen? Das ist hier die Notrufsäule. Ach hier, da, das vielleicht. Probieren wir mal das. Und bing. Oha. Sprengsignal. Achtung. Achtung, Sprengung. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das ist es. Zack, in den Dorfkern und ab zum Rathaus. Oh, gar keiner da. Komm, Lotti, guck mal, ist keiner da. Hallo, Lotti. Hallo. Du schon wieder? Ja, bitte mit hoher Stimme.
Bin ich jetzt endlich dran? Im Augenblick ist Wenzel noch beim Bürgermeister. Was? Danach sind die Nummern 63 bis 65 dran. Und jetzt? Bin ich jetzt endlich dran? Im Augenblick. Danach sind die Nummern. Wieso denn dieser blöde Wenzel? Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Nein, niemals. Immer noch da. Ich glaube, von dem müssen wir auf jeden Fall irgendwie... Oh! Die 63? Hallo? Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Natürlich. Aber die 63 tut's auch. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Nee. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Mhm. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab. Aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Mhm. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Oh, wer nein. Weiß. Vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Nein. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Okay, das kann ich nicht durchgießen lassen. Nicht durchgehen lassen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass dass Wenzel unsere schöne Goal bekommt. Auf keinen Fall darf er sie haben und wir sind ja auch einfach die bessere Partie. Guck dir das mal an. Also diese komischen Extremlupenbrillenaufsätze, das geht gar nicht. Ne? Mal, das ist unsere schicke Mütze viel besser. Aber wie wir das schaffen werden, das sehen wir das nächste Mal. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Loma. Bis denn. Tschüss.